Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Sorry wegen meinen nassen Haaren. Ich habe zum ersten Mal seit Monaten wieder geduscht. Heute hole ich mir eine Palme. So ein typisches Moses-Statement. Ich hole mir eine Palme. Weiß noch nicht, wie ich sie transportiere, ob sie ins Auto passt, aber ich hole mir heute eine Palme. Ehrlich gesagt habe ich mir wirklich noch nicht überlegt, wie das hier reinpassen soll. Also der Knoppe-Geschichte. Ich hatte jetzt natürlich ja nicht die Zeit eingeplant, mir einen Plan B zu überlegen. Also wir müssen das jetzt einfach so probieren. 2 hours later. Auf den Zentimeter, genau. Perfekt. So, wir haben jetzt diese fette Palme im Auto. Und da hinten sogar noch mehr Pflänzchen. Und ja, jetzt können wir, glaube ich, nach Hause fahren. Das Ding ist schon ziemlich huge. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das ausgeht. Und ich habe keinen Strafzettel bekommen. Nice. So hat die Palme ein neues Zuhause gefunden. Und ich hoffe, dass ich bald aus meinem Elternhaus ausziehen kann. Servus, Luca. Warum könnte ich dich so früh in der Früh anrufen? Und vielleicht haben wir eine Wohnung bekommen. Echt? Ja. Nice. Urnice. Heute ist der Tag der Schlüsselübergabe und ich kann es gar nicht glauben, ich kann es kaum erwarten. Wir suchen seit Monaten eine Wohnung. Es hat endlich geklappt, den ganzen Papierkram haben wir schon gemacht. Jetzt geht's ab zum neuen Home und wir bekommen die Keys. Übrigens, neue Kamera. Sieht man irgendwas anderes, abgesehen davon, dass die Sonne komplett von hinten kommt? Wir haben einen neuen Fernseher. Die Frage ist, passt der Look in die Box? Sehr unerwarteter Schnitt zu mir und ich sehe wahrscheinlich aus wie ein Monster, aber das liegt daran, dass es 7 Uhr früh ist. Ich bin hier in der neuen Wohnung und ich bin nur so früh wach, weil jetzt gleich der Typ fürs Internet kommt, den ihr wisst, ich und ohne Internet leben geht nicht. Das ist 7 Uhr, da gehe ich normalerweise schlafen. Nur für ein bisschen Kontext, wir ziehen hier jetzt gemeinsam ein. Ja, wir, der Luca und ich, ihr kennt ihn aus. Alles in allem kann man sagen, es ist hier noch ziemlich leer. Echo! Wait, what? Die Nachbarn denken sich auch so, what the fuck? What's up? In dieser Welt hier ist eine große Menge an Zeit vergangen, wie ihr vielleicht an meinen neuen Haaren seht. Ich dachte mir, nachdem wir hier jetzt schon länger wohnen, paar Monate, 3, 4, 5, Zeit vergeht so schnell, dachte ich mir, es ist mal Zeit für das typische YouTube-Ding. Eine Roomtour. Let's do it. Wir beginnen im Wohnzimmer. I did it to myself. I have no explanation. Twisted games and tricks all tangled up and wasted. Double down in the bus sucked in the faking patience. Haunted dreams awake still. I love to be so hated. Palme hat tatsächlich ein neues Zuhause gefunden. Neben dem Bild von Lukas Großvater. Da ist noch ein Bild, das er gemacht hat. Finde ich fast ist mein Favorite. Hier an diesem Tisch tragen wir immer unsere Meinungskonflikte aus. Hier wird gefoodet. Das war ein Einweihungsgeschenk und wie wir es bekommen haben, war es ungefähr so groß. Und jetzt hat der Luca eine Konstruktion aus Sushi-Stäbchen gemacht, damit das Teil gerade steht. Ich glaube, es ist eine Tomate, vielleicht ist es aber auch ein Paprika. Hier neben der Palme haben wir noch einen Fernseher, den darf ausschließlich ich bedienen und da wird auch nur Moses Film drauf geschaut, weil ich halt ein Narzisst bin. Und das hier ist mein Favorite Part. Das ist einfach eine Bar, die wir uns selber gebaut haben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich meine, was ist cooler als eine eigene Bar? Wir wollten eigentlich eine aus Paletten bauen, das hat dann von der Höhe aber alles nicht gepasst, deswegen hat uns Lukas Vater, der Tischler ist, da geholfen, dieses richtig crazy Teil auf die Beine zu stellen. Literally ein Funpark für Erwachsene. Trink kein Alkohol. Schlecht. Mach das gerade nur zur Show, keine Sorge. Ich trinke das nicht.
Vom Wohnzimmer kann man dann in diese Küche hineingehen, in der man kochen kann. Aber eigentlich ist das hier der einzige Grund, warum ich diese Küche betrete. Das ist for real der Grund, warum ich jeden Morgen halbwegs glücklich aufstehe. Love it. Von der Küche kommt man dann direkt weiter ins Vorzimmer. Das ist die Eingangstür. Da zu rechten ist ein WC besonders spannend. Schauen wir uns noch kurz Lukas Zimmer an. Da steht im Forum noch ein Spiegel, der irgendwann aufgehört gehört. Aufgehängt gehört, wollte ich sagen. Noch ein paar von diesen richtig coolen Paintings. Hier ist Lukas Zimmer. Das seht ihr vielleicht irgendwann. Hier haben wir ein Badezimmer. Aber ein zweites WC ist echt mehr wert, als man denkt. Und rechts davon ist meine Höhle. Hat Shipping auf Deutschland und Schweiz ausgeweitet. Man kann es nicht mehr nur in Österreich bestellen. Link dazu in der Beschreibung. Jonas, was muss man machen, wenn man eine neue fette Wohnung hat? Party! Where's the bad humor? Der ist hinter der Kamera. Oh, damn! Alright, das war auch schon der Vlog. Es tut mir leid, dass so lange kein Video mehr kam. Er hat einfach so viel zu tun über dieses letzte halbe Jahr, wo wir umgezogen sind und all diesen crazy Stuff gemacht haben. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen genauso viel Spaß wie wir beim Machen. Wenn ja, dann würde es mich auch extrem freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Würde mir sehr weiterhelfen. Und ich muss jetzt meine Sachen packen, weil wir 2 Wochen nach Kroatien fahren. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, Vormittag, Morgen, whatever. Ciao. Can we take it back tonight?